Ich möchte euch zeigen, wie ich diese Utensilos mit einem Segeltuchfutter genäht habe. Das macht die ganzen Utensilos sehr stabil. Und ja, wie ich das jetzt mache, zeige ich hier anhand dieses Utensilos. Ich habe hier Stoff vorbereitet, der Außenstoff 40 x 22 cm und in der gleichen Größe und passenden Farbe das Segeltuch 40 x 22 cm. Und dann habe ich hier so ein kleines Stoffband. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Muss man nicht. Hier hatte ich es jetzt zum Beispiel nicht, weil ich einfach kein passendes Stoffband hatte. Und dann lasse ich es lieber weg. Ja, ich beginne jetzt, indem ich rechts auf rechts die Stoffe lege und an der oberen Kante diese abstecke oder zusammenklammere und werde die Naht gleich nähen, aber mittendrin eine ca. 10 cm Lücke belassen. Das ist nämlich später meine Wendemöglichkeit. Jetzt habe ich die Naht hier genäht mit einer Lücke von ca. 10 cm. Jetzt klappe ich das Ganze auf und lege es so hin, dass mein Außenstoff hier unten liegt und falte es nun hier längs rechts auf rechts und stecke als allererstes hier diese Naht ab, dass das sauber übereinander ist, und ja, stecke komplett hier die restlichen Kanten und werde das jetzt einmal rum schließen. Und dann arbeite ich mein Stoffbändchen im Segeltuch, also im Futterstoff, hier knapp oberhalb der Kante ein. Und zwar, wenn der Stoff so liegt und das Segeltuch oben ist, dann das Muster, wenn das Band ein Motiv hat, so dass ich es hier richtig sehe. Hier also rein und fixieren, dass es nicht verrutscht. So, beginne jetzt und werde das einmal hier rum zu nähen. Jetzt, bevor ich das wende, werde ich hier in den Ecken so Dreiecke bilden. Sprich, ich ziehe den Stoff hier auseinander und sehe zu, dass diese zwei Nähte direkt übereinander sind und stecke das ab. Und werde hier jetzt eine Diagonale einzeichnen. Ich nehme jetzt hier einfach mein Lineal, habe ja hier diese Linie und messe von hier 4 cm und zeichne das jetzt hier entsprechend ein. Ich werde also gleich diese Diagonale nähen. Das gleiche auf der anderen Seite. Da ich hier keine Naht habe, kann ich mir eine kleine Nadel zur Hilfe nehmen, damit ich weiß, dass die Nadel und die Naht direkt übereinander liegen. Hier aufpassen, dass die Naht, die untere Naht dann zur gleichen Seite zeigt. Ist egal welche, aber es sollte zur gleichen Seite, sonst dreht sich das hier und wird ein bisschen wulstig. Kann ich die Nadel wieder rausnehmen. Hier abstecken und wieder meine 4 cm einzeichnen. Insgesamt hat diese Linie jetzt ca. 8 cm. Das gleiche mache ich jetzt in der anderen Ecke. Hier nehme ich einfach mal die Kreide zur Hilfe, zeichne das so ein, ziehe das auseinander. Ich werde einfach mal fühlen, dass das übereinander ist. Wenn ich das jetzt hier abstecke, sehe ich zu, dass ich das hier oben reinstecke, weil ich sonst Löcher bilde, was ich nicht möchte. Und ich werde jetzt von dieser Seite
wieder die Linie einzeichnen. Und das wiederhole ich jetzt noch in der letzten Ecke und dann werde ich die vier Ecken entsprechend nähen. So sieht es jetzt von der Seite aus. Und jetzt greife ich hier rein und wende das Ganze. Und hier wird noch eine Ziernaht hinkommen. Also ich klappe das jetzt hier ganz knapp, falte ich das jetzt hier rein und werde das hier so stecken und dann ganz knapp unterhalb der Kante eine Ziernaht nähen und dann nochmal eine circa 2,5 cm tiefer. Und dadurch, dass ich hier diese Ziernähte nähe, schließen wir auch automatisch hier diese Öffnung. Dabei jetzt aufpassen, dass man nicht dieses Stoffbändel hier mit dran näht, wenn man das gemacht hat. Und ja, dann lege ich jetzt hier los. Das sind die zwei Nähte, die ich jetzt eben genäht habe. Und jetzt falte ich das hier einfach knapp runter. Das kann man je nach Belieben machen. Und so, einfach ein bisschen rausdrücken und fertig.